Also, ich bin wieder schockiert. Heute im Krankenhaus. Zwei Patienten mit Pneumonie, unbekannte Erreger. Der eine hatte Pneumokokken, bei dem anderen haben sie gar nichts gefunden. Beide hatten Maden im Mund. Ich habe es der Ärztin gezeigt, die in das Wattestäbchen mit den Maden dran. Sagt, das sind keine Maden. Sag ich, gut, dann sind es keine. Alles klar. Sagt sie, ja, aber vielen Dank für den Hinweis. Ja, und dann sagt sie so zu mir, ja, sie weiß, wie Maden aussehen. Sie hat schließlich Kinder. Ihre Kinder haben auch Maden. Alle Kinder haben Maden. Das ist ganz normal heutzutage. Da sage ich, ja, kann man denn da gar nichts gegen machen? Doch, natürlich. Dann schluckt man einmal was, macht man sich einmal was in die Nase, dann ist das weg. Da sage ich, ja, wie heißt das Zeug? Ach, weiß ich, fällt mir jetzt nicht ein. Naja. Und dann ist es wohl so. Dann hat sie halt Maden und ihre Kinder und alle Kinder. Ich finde sowas nicht normal, tut mir leid. Und wenn Patienten Maden haben, den Zart, dann sage ich es auch. Hat zwar nie Konsequenzen, aber ich habe es ja auch sogar ans Robert-Koch-Institut geschrieben, habe auch keine Reaktion bekommen. Wen interessiert es denn auch überhaupt, wenn alle an Maden sterben? Pff.